Details. Das ist oft das Letzte, was Menschen zum Thema Kindesmissbrauch hören wollen. Das ist so schrecklich, erzähl bitte nicht weiter, sind auch die Reaktionen, die Missbrauchsopfer immer wieder zu hören bekommen. Bei der Münchner Internet- und Zukunftskonferenz DLD, wo ansonsten Internetvisionen und Geschäftsmodelle im Mittelpunkt stehen, war Schonungslosigkeit gegenüber dem Publikum Programm bei einer Diskussionsrunde zum Thema Kindesmissbrauch. Ministergattin Stefanie zu Guttenberg engagiert sich seit 2004 in verschiedenen Funktionen gegen Kindesmissbrauch, zuletzt medienwirksam in ihrer TV-Show Tatort Internet. In ihrer Mission als Wachrüttlerin war sie auch bei der Internetkonferenz und präsentierte ein online-typisches Beispiel einer Kontaktanbahnung über Chats. Ja, wir sind also bei einer ganz normalen Chat-Plattform sind wir online gegangen heute Morgen. Das wollten wir eigentlich live machen, nur aus Persönlichkeitsschutzgründen haben wir das dann vorher gemacht und haben den Namen geblurrt. Einfach mal den Menschen, die heute anwesend waren, zu zeigen, wie schnell das geht. Das war Julia 13 aus München. Und Julia 13 aus München hat innerhalb von 10 Minuten 8 Männer, die sich mit ihr treffen wollten. Wir haben einen ganz expliziten, die sind alle sehr explizit, sehr schnell. Und haben einen als Beispiel rausgezogen, der eben Immobilienmakler ist, 44 Jahre alt und davon träumt mit minderjährigen Mädchen, und zwar nicht nur mit einem, mit dieser hier jetzt, sondern gleich mal mit 2, 3 Sex zu haben, etc. pp. Das ist sehr, sehr explizit. Gleichzeitig haben wir noch Recherchematerial gezeigt von Bildern, die solche Menschen, meistens eben leider Männer, jungen Kindern und jungen Mädchen schicken. Und die sind wirklich mehr als verstörend. Und hier sind sie nur unkenntlich gemacht gewesen. Das Internet als Tatort. Ein Topos, der auf einer Internetkonferenz, wo naturgemäß die Begeisterung für die Chancen des Netzes dominieren, schnell missverstanden werden könnte. Zu Guttenberg formuliert im Rahmen der Konferenz wohl deshalb vor allem eine eher unpolitische, gesamtgesellschaftliche Forderung nach Aufklärungsarbeit. Ich sehe die ganze Gesellschaft in der Pflicht. Ich sehe die Schulen in der Pflicht. Die Aufklärung ist einfach enorm wichtig über dieses Thema. Dass sie wissen, dass das passieren kann. Dass es Menschen sind, die ganz gezielt auf die Knöpfe drücken, die so ein junger Mensch gerne hört in gewissen Altersstadien. Das sind Menschen, die bahnen das langsam an. Die geben einem vielleicht das, was man gerne hat, viel Aufmerksamkeit. Viel Komplimente oder suggerieren, sie seien verliebt und solche Dinge. Das ist eben sehr selten der Fall ist, dass sie ihre wahre Identität preisgeben. Die schicken Bilder von nicht sich selbst, sondern von jemandem anders etc. Bei PS muss dieses Bewusstsein geschärft werden, dass das passiert und vor allem, wie schnell es passiert. Und das kann man in diesem Chat, konnte man das sehr, sehr schön sehen. Das dauert 10 Minuten. Auch an die gesellschaftliche Verantwortung derer, die im Internet viel Geld verdienen, appelliert zu Guttenberg auf der DLD-Konferenz. Ihre Forderung? Meine Forderung ist ganz konkret. Also ich meine, die ziehen so wahnsinnig viel positiven Nutzen aus dem Netz. Ist auch alles wunderbar und richtig. Nur das, was die hier hochzieht, zieht die Kinder in der Realität runter. Und eben auch gerade die, die damit ihr Geld verdienen, sollten ihr Commitment überlegen und sich überlegen, wie können wir gerade in diesem Bereich investieren und helfen, die Aufklärung investieren, in solche Projekte investieren, um das zu verbessern und da Chancen zu verbessern. Zwischenfrage, tun Sie das schon, die Internetfilme? Teils, teils. Ich meine, es ändert sich langsam, das Bewusstsein ändert sich auch langsam. Es ist, sagen wir, noch sehr schleppend. Aufklärungsarbeit, Chat, Alarmknöpfe und Online-Meldestellen sind weitgehend unpolitische Forderungen, denen viele Zuhörer beim DLD zustimmen können. Anders wäre dies sicherlich bei Forderungen nach Vorratsdatenspeicherung oder Einschränkungen des freien Internets, wie sie im Kontext der Kinderpornografie oft gefordert werden. Das Internet begreifen viele der DLD-Teilnehmer vor allem als Chancenland. Dass es auch Tatort werden kann, ist ein Aspekt, der im Rahmen des DLD-Programms ungewöhnlich ist.